Und das war's auch schon. So. Jetzt kommt man auch perfekt hier rüber. Das war's auch schon. Da lässt unser Eisen auch gerade schon im Stich. Ich pack mal hier jetzt das Gold und so mit rein. Das können wir dann später immer noch abmachen. Also bräuchten noch 3, 9, 12 Blöcke bräuchten wir jetzt noch. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme für die nächsten. Obwohl, da könnten wir eigentlich... komm, wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt einfach so. Da machen wir das einfach ganz einfach. Wir werden jetzt einfach mal hier ganz einfach, wenn ich nochmal einfach sage, knall ich mir eine. Wir gehen jetzt einfach hier, wir gehen jetzt hier, ich wollte schon wieder einfach sagen. Oh, jetzt habe ich, nein. Nee, nein, ich, es ist, was zu sagen, jetzt mach's auch. So. Eile. Und, nee. Eile, genau. Gut, dann haben wir jetzt einen Eile-Boost. Das heißt für uns, wir können schneller abbauen. Aua. So. Zumachen. Ach, genau. Nee. Dann haben wir jetzt hier das. Wir haben jetzt diese Setzlinge. Die baut, nee, die pflanze ich gleich mal an. Wir haben jetzt Farn. Da hat man noch nicht so viel. Wir haben jetzt auch, Alter, wir haben viele Seerosenblätter jetzt. Sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sortieren soll. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich brauche eine Kiste nur für Laub. Ich glaube, langsam wird es noch ein bisschen voll hier mit den ganzen Kisten. Noch geht's, aber ich glaube, hier mache ich jetzt mal Eis rein. Weil wir Eis auch noch nicht haben. Und Strohballen platziere ich. Moment. Da muss ich jetzt mal gucken. Wo platziert man? Also ich gehe erstmal schlafen. Ich habe so viel vor gerade. Ich weiß leider nicht, wo ich anfangen soll. So. Super. Dann. Wo könnte man Strohballen platzieren? Das ist so wie so ein Lager aus. Ich habe vor, so ein kleines Lager zu machen. Bin mir aber noch nicht sicher, wo ich es platziere. Eigentlich hier hinten wäre das so eine coole Idee. Dass er einfach so tut, als wenn hier hinten halt eine freie Ecke gewesen wäre. Und dass dann hier halt das Stroh gelagert wird. So, dann würde ich einfach sagen... Hier geht es so ein bisschen runter, dann kann man hier so ein bisschen so. Und dann wird da hinten noch gelagert und dann da noch. Und dann hier, und das kann man noch ganz kurz woanders hin basteln. Das kommt dann, glaube ich, eher hierher. Und dann sieht das doch hier aus irgendwie. Das sieht doch wie ein Strohlager aus. Super. Da könnte man eventuell dann drüber nachdenken, ob man eventuell später eine Plane noch so drüber macht. Sowas in der Art. Müsste man sich mal überlegen. Eier gelegt. Der freundliche Herr oder die Dame wohl eher hat Eier gelegt. Aber leider ist da kein Küken draus geworden. Und jetzt gucken wir mal so. Was war ich hier drin noch? 2 Leinen und 6 Karotten. Wir brauchen Sticks. Wir brauchen Feuersteine. Und dann gehen wir mal zur Workbench. Und guck mal, wie viele Pfeile wir da jetzt rausbekommen. ...136 ungefähr, ne? Ich glaube 136. Ist jetzt grob überschlagen. Also jetzt haben wir ungefähr 200 Pfeile. Das passt, das gefällt mir. So lässt es sich doch leben. Hier haben wir jetzt noch die Schwerter. Die kommen jetzt noch hier zusammen. Und ganz ehrlich, die Steinaxt, die kann ich in irgendeine Ecke kloppen. Hier kommen Steinaxt. Als ob ich die noch nutzen würde. Da bin ich doch viel zu fame mittlerweile schon. Das ist...
gar nicht mehr mein Style, Bitch. Moment. Zucker kommt hier gar nicht rein. Wie komme ich auf die Idee, hier Zucker reinzuplatzen? Das wie rohes Hühnchen hat hier drin gar nichts zu suchen. Da habe ich wieder geschlafen beim Einsortieren. Rohes Rühnchen. Rohes Rühnchen. Eieiei, heute ist echt noch Wurm drin. Obwohl, die Blumen würde ich mal... Nee, Löwenzahn gibt's schon. Das ist Löwenzahn. Aber dann müsste es theoretisch auch Häschen geben, wenn es Löwenzahn gibt, weil man soll Häschen mit Löwenzahn füttern können. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Irgendwann wird uns mal eins vors Gesicht hoppeln. Da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich irgendwann, wenn wir schon längst vergessen haben, wie es funktioniert, haben sollte. In einem Moment, wo wir keinen Löwenzahn haben werden, dann wird es uns fürs Gesicht hoppeln. So. Die neuen Eisen nehme ich dann mal mit. Dann mache ich mir hier mal Eisen und Gold an. Nee, Eisen reicht eigentlich. Ja, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme wird dann hier ordentliches Eisen gekrabbelt. Um das alles finanzieren zu können. Ich wollte aber noch ein was machen. Genau, ich wollte noch das platzieren und das platzieren. Und ich wollte noch das platzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo... Ob das geil aussieht? Ich probiere mal was aus. Ich probiere mal was aus. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass es so gut aussieht, wie ich mir vorstelle. Vielleicht sogar besser. Ja, wenn wir mal ganz kurz mal ein paar Bäume wegfällen müssen dafür. Aber das macht nichts, aber das Holz eh brauchen. So, dann kommt der Spaß hier noch weg. Die Schaufel war jetzt keine besondere, die kann ruhig kaputt gehen, das ist auch egal. Hier, das muss sowieso nochmal überdacht werden, deswegen kommt auch das jetzt mal weg hier. Das kommt mal alles jetzt ein bisschen, nur verzögert ein bisschen weg. Ich werde jetzt nicht alles wegruppen hier. Hier ist sowieso der Creeper explodiert, von daher kann auch bis hierher alles weg. So. Ja, das sollte eine schöne Breite sein, das gefällt mir. Dann muss ich jetzt nochmal gucken, dass... Leute, ist auch ein Creeper explodiert oder was? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber... Ja, es kann gut sein. Alzheimer und so setzen in dem Alter ja schon langsam ein, das kann man... Da kann man das nachvollziehen. Bis... Alter, stell dir mal vor, du würdest 20 anfangen Dinge zu vergessen, ey. Da lässt der... sagen, du bist voll am Arsch. So. Und da erweitern wir unser Grundstück mal eine ganze Ecke hier. Einige wissen vielleicht schon, was ich geplant habe. Andere wissen es nicht und werden es gleich erfahren. Ich lasse da noch Vermutungen offen. Das, dann, wenn du es vermuten willst, dann schreib es doch mal genau jetzt in die Kommentare. Und dann wirst du gleich sehen, ob du richtig lagst oder nicht. Und wenn du richtig lagst, dann kannst du dir zur Belohnung einfach mal selbst einen Lolli kaufen. So. Lalalalalalalala. Oder du wirst hier auf dem Grundstück dann verewigt mit Punkt, 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 lag richtig. Das kann ich natürlich auch machen. Aber da musst du schon, also da musst du schon ehrlich sein zu dir selber und sagen, okay, ich vermute jetzt und dann kann ich sagen, okay, Punkt, Punkt, lag richtig und das kann ich dann hier einfach mal spaßeshalber aufs Feld mit einbauen. Warum nicht?
Jetzt habe ich im Feld gesagt, scheiße, ich bin brillant. Man sieht es einfach immer wieder, ich gebe mir richtig Mühe, professionell zu wirken. Ach du Scheiße. Das ist, mit dem Typen, das ist eine Katastrophe. So. Alter, bin ich besoffen oder was? So. Jetzt den ganzen Grasbüschel-Spaß hier weg. Dann hebt man mal den Apfel auf. Vitamin Apfel ist da drin. Das weiß ja jedes Kind. Vitamin Apfel ist gesund. Ist ja auch mal so eine Trollfrage. Für was steht Vitamin A? Für Vitamin Apfel. Was? So, da machen wir mal Workbench. Die kommt dann hierher. Und dann müssen wir uns leider wieder 1000 Stickies basteln. Und daraus müssen wir uns dann 10.000 Zäune craften. Alles zusammen sind dann ungefähr 3 Millionen. Mathe war immer schon meine Stärke. So. Ich weiß nicht, ob 44 reichen. Was mich aber nicht davon hindert, daran hindert, es auszuprobieren. So. Ich wollte eigentlich Aufnahmepause machen und jetzt hänge ich hier wieder rum und baue irgendwas. Aber das Eisen suche ich jetzt echt nicht mehr. Das mache ich dann später irgendwann. Weil, wenn ich mich nicht alles täusche, dann sind wir schon wieder bei gut 2 Stunden Aufnahme. Vielleicht sogar mehr. Und man kann es auch übertreiben. Ich habe ja eigentlich noch ein paar Folgen. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich jetzt, wenn ich anfange, für den Zweitkanal zu produzieren, dass ich dann auch noch genug Freiraum habe, dass ich mir da auf den Erstkanal nicht die Beine breche. So, jetzt probier ich es einmal aus. Und zwar, richtig geraten, du hattest natürlich vollkommen recht. Ich will hier mal ein Sonnenblumenfeld basteln. Einfach mal Sonnenblumen platzieren. Einfach mal draufdrücken. Und wenn wir uns schon so einen ganzen Stapel mitgenommen haben, dann muss ja auch irgendwie Vergeltung kommen. Deswegen dachte ich mir gerade, haust einfach mal auf die Wiese. So. Sieht interessant aus. Jetzt müssen wir natürlich noch die Rosenbüsche platzieren. Die würde ich dann einfach mal... Das sieht sogar richtig geil aus. Da können wir mal die Sonnenblumen hier wegmachen. Und dafür hier Rosen hinbauen. Können wir die 3 Sonnenblumen hier noch hinbauen. Jetzt wird es natürlich gerade tiefste Nacht. Ah, ich habe Fackeln dabei. Oh, heute bin ich ja richtig organisiert. Was ist denn los? Kennt man ja gar nicht von mir. Jetzt natürlich hier nicht abgezäunt. So. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass jetzt hier kein Creeper spawnt, deswegen habe ich das alles abgezäunt gerade. Ich würde es zwar gerne platzieren, aber muss man natürlich dann gucken, wenn jetzt hier irgendwas spawnt, dann kann es passieren, dass hier auch mal ganz schnell in die Luft gehen, die Dinger. Ja, hier können wir es eigentlich so machen und dann platziere ich einfach noch. Geil. Genau. Hier kann man dann eventuell, keine Ahnung, hier kann man dann so größere Blumenbeete anlegen, wo man die geordnet hinsetzt und dann so tut, als wenn man die halt da anpflanzen würde. Und was noch wichtig ist, wir haben 7 Stück, wusste ich gar nicht. Da wir momentan keinen schwarzeichensetzigen Farm haben, müssen wir die hier anpflanzen. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen wenn ich nochmal sage, dann hier und ja. Hab ich eigentlich in der Kiste. Hallo? Hä? Ach da. Habe ich in der Kiste eigentlich noch was drin? Nö. Ich komme nicht mehr zum Aufnahmeschluss heute hier. Ich teste jetzt das, dann teste ich das, dann teste ich da noch was und. Ja. So, ich komme gar nicht, nee, wenn ich gerade auf die Uhr gucke, komme ich gar nicht mehr dazu, noch das andere aufzunehmen.
Natürlich über dieses Gras, so nur noch, dass ich die Setzlinge nicht wegschlage. Wie braucht ihr das? Ah, jetzt. Na gut, dann wollen wir den mal abholzen und mal gucken, dass man da mehr als... Ist natürlich die Frage, kriegt man aus den Dingern mehr als 4 raus? Weil wenn nicht, dann lohnt sich das ja überhaupt nicht. Dann würde man ja irgendwann würde man ja dann logischerweise ins Hintertreffen geraten. Also müsste theoretisch die Sapling-Spawn-Rate auf diesen Bäumen mega hoch sein. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Ich kann ja mal versuchen, mit Glück da reinzulangen, aber ich glaube, das wirkt sich nicht auf Sapling aus. Wir haben schon mal eine Runde, das heißt auf jeden Fall können wir den nächsten Baum machen. Hat natürlich auch ein wesentlich größeres Blätterdach als die anderen Bäume, aber das heißt ja jetzt nicht. Damit sich das rentiert, müssten ja mindestens 5 rauskommen. Also das muss man mal einfach so sagen. Also ohne 5, wenn da nicht mindestens 5 rauskommen, dann lohnt sich das ja gar nicht. Wow. Was war... Alter. Da schießt mich das Vieh von hinten einfach ab. Was? Nee, 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 nee. Nein! Nein! Ach komm schon! Ach nö! Wie kommt der denn hier runter? Ich hasse Creeper. Ich hasse Creeper. Es ist doch eine Katastrophe mit den Viechern. Jetzt hat er mir echt alles zersprengt. Ja, super, ne? Einen von den Steinen hat er mir anscheinend auch rausgesprengt. Ich weiß aber jetzt nicht, wo er das gemacht hat. Nanu? Oder den denn her? Es ist ein Wunder, dass er die Blumen nicht in die Luft gesprengt hat, muss ich gestehen. Ja. Erste Katastrophe mit dem Viech hat ohne... Ne, hat Blumen weggesprengt. Aber wo? Achso, die kommt von hier. Auch ein Wunder, dass der überlebt hat, aber gut. Kürbis hat nicht überlebt, das ist... Es ist einfach nur eine Qual. So, wir haben 5. Es sind 5 rausgekommen. Wer glaubt's? Es sind echt 5 rausgekommen. Wir können also jetzt 2 anpflanzen. Heidezka. Na gut. An der Stelle, das überlasse ich dann mir später dann und dann kann ich mal und ach, das ist ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Scheiß Creeper und...